Viele Ärzte sagen dir, du sollst um Gottes Willen zu Hause bleiben. Ich kann wirklich nur jedem sagen, der so ein bisschen Power hat, gebt nicht auf, macht was, ihr könnt das. Es ist keine Pflicht, vor dem Fernseher zu sitzen und depressiv zu werden. Nehmt euer Leben in die Hand und tschakka. Ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz bei Marrakesch mit unserer Terra Love, logischerweise. Und wir haben hier ganz fantastische Offroad-Fahrer, die kommen aus der ganzen Welt und aus Europa, überall her und selbst aus Australien teilweise. Und kommen gegen die Sahara und fahren überall hin, hier auch nach Afrika, sogar nach Südafrika. Wir haben einen ganz besonderen Nachbarn, den Michael und Sabine. Neben denen stehe ich jetzt schon einige Weile, also so, ich glaube, 4 Wochen oder so. Und die fahren den Zetros, also so die Königsklasse. Und den würde ich dir euch ganz gerne mal vorstellen. Jetzt gehen wir mal rüber. Und dann schauen wir uns mal dieses Wahnsinnsgefährt an. Also so da... was sie schon seit mehreren Jahren fahren und fragen ihn mal so das eine oder andere. Da ist er. Hallo Dennis. Michael, hallo. Wie ist hier? Alles in Ordnung? Ja, alles klar und bei dir auch hoffentlich. Ja, na klar, muss. Braun gebrannt, hör, die ganze Zeit draußen. Ja. Ja. Du, ich habe schon ein bisschen was angekündigt von, also ganz wenig von Sabine und von dir. Okay. Ihr seid ja schon lange unterwegs. Wie lange seid ihr schon unterwegs? Ja, wir sind seit 9 Jahren leben wir im Grunde im Fahrzeug. Seit neun Jahren. Und sind jetzt ja leider in den letzten 2 Jahren so ein bisschen ausgebremst worden, weil es mich vor 2 Jahren mit einem Lungentumor erwischt hat. Was? Mit dem Lungentumor? Mit einem Lungentumor. Ich bin also auf Sizilien gewesen, habe Blut gespuckt. Und Gott. Ja, ich stehe immer noch hier. Die Lunge ist jetzt, die rechte Lunge ist jetzt 1,5 Jahre raus. Ich habe jetzt noch 40% Lungenvolumen. Ist aber kein Grund zum Aufgeben. Überhaupt nicht. Ich habe mich wieder berappelt. Sabine hat mir unglaublich dabei geholfen. Die war also in der ganzen Zeit, wo es mir schlecht ging, war sie wirklich mein Rückgrat, mein Backbone. Und wenn sie nicht da gewesen wäre, würde ich heute hier nicht mehr stehen. Wahnsinn, ne? Das, was ein guter Partner ausmacht, ne? Ja, ausmachen das kann. Ist wirklich lebensnotwendig, ne? Dass du so einen Partner hast. Ja, und jetzt haben wir im Grunde beschlossen, die letzten CTs, Röntgenaufnahmen waren alle gut gewesen. Keine Metastasen, nichts irgendwo zu finden. Und jetzt haben wir beschlossen, wir werden uns auf den Weg nach Südafrika machen und sind jetzt im Augenblick in Marokko angekommen. Ist unglaublich, Michael, mit deiner Geschichte, ja. Also nur noch eine Lunge, oder? Genau, jetzt habe ich im Grunde nur noch die linke Lunge auf der Herzseite. Ja. Und die ist halt eben keine 50%, weil das Verhältnis ist 60-40. Ja. Und du kannst halt damit leben. Viele Ärzte sagen dir, du sollst um Gottes Willen zu Hause bleiben. Ich kann wirklich nur jedem sagen, der so ein bisschen Power hat, gebt nicht auf, macht was, ihr könnt das. Es ist keine Pflicht, vor dem Fernseher zu sitzen und depressiv zu werden. Nehmt euer Leben in die Hand und tschakka, tut was. Es geht. Fantastisch. Also ich habe 3 Monate, nachdem die Lunge raus war, haben wir einen Test gemacht. Ja. In Tunesien bei 52 Grad in der Sonne, beziehungsweise nicht in der Sonne, im Schatten. Ob alles funktioniert, ob atmen geht, alles. Natürlich nicht unvorbereitet, logischerweise, ne? Ja. Aber es geht. Man muss nur wollen. Ja, ja. Entscheidend ist der Kopf. Ganz klar. Man darf nicht aufgeben. Nein, ne? Das ist eine tolle Geschichte, die du da erzählst. Und danke, dass du die hier mit uns teilst, so offen. Aber damit können wir auch andere Menschen motivieren. Ja, natürlich. Eben nicht aufgeben. Das genau ist auch der Grund. Nicht, ne? Aufgeben, weil egal, wo du guckst im Netz, du liest immer negativ. Ja. Und keiner kann was.
Blödsinn. Ich kenne einen Amerikaner, der läuft mit einer Lunge dreimal einen Marathon im Jahr. Ich kenne Leute, die sind in Tibet immer noch Bergsteiger und Führer auf den Himalaya rauf. Es geht mit einer Lunge. Ja, mit einer Lunge. Man muss nur wollen. Ne? Ja. So, ja jetzt steht man halt hier mit dem großen Ungeheuer. Jetzt steht er hier, ich würde mal sagen, das ist ja, für mich ist das jetzt die Champions League, ne? Jetzt haben wir schon kein kleines Fahrzeug, aber das ist ja schon mal ein abgefahrenes Teil. Also, jetzt ganz unvoreingenommen. Also, jetzt, wenn ich ehrlich bin, ist es so für mich das absolute Beauty, in der Offroad-Szene ein geiles Teil. Und, du hast ja gesagt, du würdest uns mal so das ein bisschen zeigen, oder? Ja, ich probiere das einfach mal zu erklären. Ja. Das ist im Grunde, wir haben hier einen Mercedes C-Tross. Das ist eigentlich der große Bruder vom Unimog. Der ist damals in Deutschland speziell fürs Militär entwickelt worden und für die ganzen Katastropheneinsätze. Und wir haben gesagt, wir haben immer eine Schnauze an LKWs geliebt und haben gesagt, okay, als er dann auf den Markt kam, das wird unser Fahrzeug, damit wollen wir um die Welt fahren. Wir hatten vorher schon ein kleineres Expeditionsfahrzeug. Manchen wird das was sagen, einen sogenannten 1017er. 1017er was? Ein 1017er Mercedes LKW auch. Ja. Den durften wir noch mit der alten Führerscheinklasse 3 fahren. Aber da brauchst du es ein richtig fettes Teil. Und da geht es jetzt an den großen Schein. Ja, ja, die sind also jetzt bei 22 Tonnen. 22 Tonnen. 22. Ist schon mal eine Ansage, ne? Ja, das ist schon mal eine Ansage. Steht ja auch, wenn ich es so sage, auf gewaltigen Reifen hier. Schaut euch das mal an. Sind sogenannte 1400 R20 Reifen. Ja. Da wiegt also ein Reifen ungefähr so um die 160 Kilo. Sag mal, jetzt, bevor wir gleich jetzt, will ich gleich mal einhaken. 160 Kilo, sagst du? Ich habe ja schon, ich weiß nicht, was unser Reifen wiegt von dem Iveco Daily. Ja, ich glaube, der wiegt auch so 80 oder 90 oder 100 Kilo, bin mir nicht sicher. Albtraum, den zu wechseln, für mich. Wie machst du das? Also wie geht sowas? Nicht mehr. Also ich muss dazu sagen, ich bin gelernter Kfz-Mechaniker. Aha, okay. Also wirklich noch ganz alte Schule. Ich bin auch schon ein paar Jahre älter und habe so ein paar Techniken halt gelernt, wie man das macht, mit großen Gewichten umzugehen. Ja. Yeah. Und da ist sehr, sehr viel Technik bei. Das sind jetzt auch ganz normale Standardfelgen. Ich könnte bei dem Reifen zum Beispiel hier nur und das Gummi runternehmen, wenn ich ihn anhebe, weil ich hier diese Ringe außen öffnen lasse. Und das tue ich natürlich nicht. Ich habe oben auf dem Dach vom Fahrzeug liegt ein Ersatzreifen drauf. Wie kriegt man den da runter? Ja, da oben ist ein Kran montiert. Ah, ist der Kran montiert. Im Grunde, den hebe ich hoch, dann hänge ich den Reifen ein, lasse den hier runter, lifte den mit Hubkissen hier. Also ich mache das nicht mit... Pressluft? Mit Pressluft, genau. Ja. Und von wem sind die Kissen? Was sind das? Sind so spezielle Hebehebe? Also das sind Kissen von der Feuerwehr. Ja. Die machen also 40 Tonnen. Die machen 40 Tonnen. Ja, ich war auch schon mal dran, mir sowas zu besorgen. Aber die kann man auch gebraucht bekommen. Ja, genau. Ne? Also die kosten auch viel Geld, oder? Also wenn du sie neu kaufst, kosten sie unglaublich viel Geld. Ja, habe ich mal mitgekriegt, ja. Also ich habe Gebrauchte genommen. Die sind von Vettern mit Steuereinheiten. Genau, die kenne ich, die Firma. Von allem drum und dran. Ja. Und es hat halt den Vorteil, auch wenn du irgendwo im Gelände bist, und auf dem Sand irgendwo hängst. Du kannst dir die natürlich, wenn du einen Zentimeter Luft kriegst unter der Achse irgendwo, die Kissen auch da runter machen und dann drückst du dich im Grunde nach oben und kannst dann auch so weiterarbeiten. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, mit Hebekissen. Und die gehen natürlich zum Anheben von der Achse ganz genauso. So Hebekissen brauche ich auch, das wollte ich schon lange haben. Ja. Also das ist eine recht schöne Sache. Ja. Sie sind für uns recht groß. Wahrscheinlich würde auch eine Nummer kleiner gehen, aber das war damals so ein Top-Set. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ja. Und ja. Und die werden ja auch bei der Feuerwehr oft gar nicht so gebraucht, ne? Die werden bei der Feuerwehr überhaupt gar nicht so gebraucht. Ja, genau. Also so wechselst du den Reifen, das heißt, du arbeitest dann mit dem Hebekissen? Genau, ich hebe im Grunde den anderen, dann gehe ich hier mit einem Akkuschlagschrauber, löse mir den Reifen an, hebe ein bisschen weiter, dass ich hier ein bisschen Luft runterkriege und ziehe mir den Reifen runter. Das heißt, bedeutet Akkuschlagschrauber, du hast noch nicht die ganze Technik, das ganze Werkzeug dabei. Ja. Das ist natürlich wichtig, ne? Ich bin ausgerüstet wie eine Werkstatt. Das hört sich jetzt albern an. Nee, gar nicht. Liegt natürlich daran, wir sind alleine Fahrer. Ja. Wir sind immer alleine unterwegs. Wir sind nur in seltensten Situationen, dass wir
mit einem zweiten LKW fahren oder sonst irgendwas unterwegs. Das heißt, wir müssen uns grundsätzlich selber helfen bei der Geschichte. Und das geht halt eben nur, wenn du alles irgendwo so ein bisschen dabei hast. Ja, und das auch kannst oder weißt, wie man es einsetzt. Ne? Ja, das ist das Glück. Ne? Naja, Glück, du hast ja viel dafür gearbeitet, du kannst es halt, ne? Ja, gut, ich habe natürlich, das kommt natürlich nicht von irgendwo her, auch das Fahren kommt nicht einfach so, das fällt einem nicht einfach zu. Ich habe in den 80er Jahren einen Toyota Land Cruiser gefahren und bin dann wirklich Trial gefahren und viele Sachen. Also du bist der alte Hase, kann man sagen. Ja, ich bin in den 90ern, bin ich mit Camel Trophy in den Selections drin gewesen. Wow. Hab die erste Transylvania Trophy gefahren, dann haben wir nachher selber Trophys veranstaltet. Und so wie das eben mit den Reifen ist, ist es nach anderen Teilen. Wir haben oben auf dem Dach einen Generator, wir haben 4 Solarpanels drauf. Ihr habt auf dem Dach einen Generator? Ja, wir haben oben auf dem Dach einen Fischer-Panda-Generator verbaut. Der ist wassergekühlt, das heißt, der hat einmal einen separaten Generator mit einem großen Radiator, damit der also leise ist, weil wir also auch unter Umständen den Generator, wenn wir also keine Sonne haben, irgendwo laufen lassen müssen, um unsere Batterien fürs Fahrzeug bzw. für den Aufbau aufzuladen, um das halt eben alles machen zu können. Ja, und so ist es. Dann lass uns mal, oder willst du hier noch was zeigen? Oder lass mal rumgehen. Ja, das Problem, ich würde eigentlich gerne die innen drin was zeigen, aber es ist absolutes Chaos. Das machen wir am Schluss am besten. Oder gleich? Ja, das werden wir, ich denke, das werden wir dann im zweiten Schritt machen. Ja. Weil ich die ganzen Sachen am Anbauen war. Wir haben hier halt alles runtergenommen, das ist jetzt alles neu gemacht worden. Das heißt, du hast viel selber hier gemacht, ne? Genau, wir haben das also alles neu vermessen und hier machen lassen. Und weil in Marokko ist es auch günstiger? Ja, in Marokko ist es günstiger. Und die Jungs können das ja eigentlich. Und wir haben uns für uns beschlossen, also lieber gebe ich den Leuten hier vor Ort das Geld, als wenn ich es irgendwo in einer großen Firma in Deutschland oder in Europa verschwinden lasse. Die haben hier unten mehr davon, weil die können einen Monat davon ungefähr ihre Familien ernähren. Ne? Ja. So. Und ja, nochmal vielleicht zu dem 2733, was vielleicht auch nicht alle wissen. Also bei den Fahrzeugen ist das immer so. Dann muss ich das immer in zwei Zahlen vor. 27 bedeutet immer die Tonnenzahl. In dem Fall haben wir also nur 22 Tonnen. Das heißt, wir haben noch 5 Tonnen Luft nach oben. Und die 33 steht für die PS-Zahl. Stimmt hier allerdings auch nicht mehr ganz. Wir haben dann ein bisschen bei Mercedes was ändern lassen. Wir sind jetzt also ungefähr so bei 410, 420 PS. Haben eine 7,2 Liter Maschine. 7,2 Liter? 7,2 Liter. Das ist ja schon mal eine Angstansage. Und 6 Zylinder in der Reihe. Ich kann, wenn ich vorne ran muss, kann ich den Rahmenschutz runterklappen, klappe meine Haube auf und kann ganz bequem am Motor arbeiten. Das sind halt die Riesenvorteile von einem sogenannten Haubenfahrzeug. Bei den anderen Fahrzeugen musst du halt die ganze Kabine klappen. Das brauchen wir glücklicherweise nicht. Okay. Na, das macht das Arbeiten relativ simpel und einfach. Aber ich habe schon mal mit dir geklappt. Das ist schon ganz schön schwer trotz allem, ne? Dieser Frontbügel. Es wiegt also doch schon ganz schön, weil natürlich es ist also massiv. Massiv. Ja. Es soll ja auch was aushalten. Es ist im Grunde auch ein Schutz, wenn also wirklich irgendwo mal was passiert, dass nicht gleich das ganze Fahrzeug beschädigt ist. Ich glaube, also da schaut es eher andersrum aus, dass alles andere beschädigt wäre. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Schaut euch mal dieses Beauty an. Ist das nicht der Hammer hier? Jetzt haben wir mal die Frontsicht von dem Auto, von dem Offroad geilen Superteil. Da könnte man fast ein wenig neidisch werden. Ich meine, ich bin ja zufrieden, weil ich mir einen kurzen Blick hier zu unserer Terra Love da hinten in der Ecke. Ne? Ist ja okay. Ah, dann stell dir dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Das ist auch ein super Fahrzeug. Also, da kann man nicht drüber reden. Ne? Naja, andere Liga. Ja, ich will auch mit dem Fahrzeug ganz was anderes. Ich gehe also wirklich Offroad mit dem Fahrzeug ins Gelände. Wir gehen also auch in Schwergelände rein. Jetzt nicht so weit, dass ich im Rennen fahren will und mein Fahrzeug zerstören will, aber wir fahren schon schweres Gelände. Das heißt, wir haben eine Reifendruckregelanlage. Das ist auch wichtig, ne? Das ist eigentlich ein Must-Have, genau, glaube ich. Das ist ein Must-Have, weil du sonst auf bestimmten Pisten einfach, wenn du Schlamm fährst oder wenn du Sand hast, bleibst du einfach sonst hängen. Ganz klar, weil sich das Profil im Grunde nicht mehr frei arbeitet. Ne? Ja. So, hier habe ich mir im Grunde die
die verschiedenen Luftdrücke drauf gemacht, damit ich es einfach habe, damit auch Sabine, wenn irgendwo was ist, nicht jedes Mal nachfragen muss, weil man merkt sich das einfach nicht. Es sind so viele Dinge und wenn man es lange nicht macht, dann denkst du, um Gottes Willen, jetzt muss ich irgendwo wieder gucken. Aufkleben, vergessen, fertig. Das ist schön, dass du das ist jetzt für mich eine neue Idee, das werde ich jetzt auch machen, weil ich habe am Anfang komplett falschen Luftdruck reingemacht in mein Fahrzeug, ja. Und dann habe ich das habe ein Video drüber gemacht und dachte, ich bin ganz cool, ich habe das jetzt halt alles drauf. Dann schreibt jemand, der pass auf, du produzierst gerade einen Reifenplatzer. Sag ich, wieso denn? Klar, es geht ja um die Hitze, das heißt bei große, genau. Wenn du hast ja Wahnsinnsunterschiede von Temperatur zwischen Tag und Nacht. Ja, natürlich. Und dann hast du vielleicht bei mir jetzt 7 Bar drin und dann habe ich plötzlich am Tag bei Sonne bei 50 Grad 9 Bar drin. Genau, und dann weil zerreißt du darfst halt nicht vergessen, du stehst mit dem Fahrzeug nicht im Schatten, du bist in der Sonne. Ja. Und wenn du 50 im Schatten hast, hast du garantiert 70 in der Sonne. Also da geht dein Reifen schon richtig auseinander. Exakt, weil wir nämlich zwischen 10 und 20 Grad Unterschied haben zwischen Schatten und Sonne. Ja. Schon mal, das wissen wir, habe ich auch früher nicht gewusst. Na gut, aber sehr gut, dass du das jetzt nochmal mir zeigst. Das ist easy going, ne? Einfach drauf machen, das heißt, das ist ja gleich ein guter Tipp hier an unsere Zuschauer. Die es halt nicht wissen, manche, wir haben auch viele Checker dabei, ne? Ja, na klar. Aber man landet eh nie aus. Das ist, ich finde, dieses ganze Offroad-Thema, ne? Oder Fahren, Unterwegs-Thema, ist ja irgendwie ein anderes Universum. Oder wie ein Universum. Es ist eine eigene Welt. Ja. Es ist relativ komplex, weil du musst so einen großen LKW handelst du natürlich ganz anders als so einen kleinen PKW. Du kannst, bei dem PKW kannst du auch mal schräg an der Düne fahren. Das solltest du mit dem LKW niemals machen. Weil er kippt, oder? Der kippt irgendwann oder er rutscht dir runter und du kriegst ihn nicht unter Kontrolle. Ach. Und LKW ist immer Falllinie fahren. Grundsätzliche Regel. Notfälle lassen wir mal außen vor. Ja. Aber sonst, und da gibt's halt so bei den Sachen eine andere Sachen. Ich habe einen größeren Radstand. Für mich, wenn ich über eine Düne drüber fahre, ist die Gefahr, dass ich hier drunter hängen bleibe. Ach so, weil du großen Radstand hast, ne? Weil ich so einen großen Radstand habe. Das hat ein PKW halt eben nicht. Ja, jetzt haben wir da noch die Wahnsinns Sanddächer hier. Halten die das Gefährt aus, also mit 22 Tonnen? Die tragen das natürlich ganz klar, weil Sandbleche sind im Grunde dafür da, wenn du dich irgendwo festgefahren hast und um wieder rauszukommen mit den ganzen Dingern. Die tragen das ganz klar, weil die sind vom Militär, also das ist jetzt nicht irgendwelches nachträgliches gekauftes Zeug. Das wiegt auch relativ viel. Aber ich muss natürlich sagen, den Cetros festzufahren, das dauert sowieso schon ein bisschen, weil der hat 3 Achsen, er ist in der Mitte sperrbar, jede Achse einzeln. Und von daher ist das schon die zweite und die dritte Achse ist schon so ein bisschen wie ein Raupenfahrzeug. Ne? Wahnsinn. Das ist immer, dann, wenn man lang fährt. Ja. Ja, dann. Gar nicht. Ja, da hast du noch eine wunderbare Klappe, die wolltest du mir nochmal zeigen? Genau, da habe ich gesagt, da zeige ich dir nochmal was. Also nicht nur ein reines Männerfahrzeug. Eine Waschmaschine. Ja. Vom Feinsten. Das ist genau genommen, es ist nicht nur eine Waschmaschine, sondern ein Waschtrockner. Hintergrund ist, wenn du in feuchten Gebieten bist, Regenwald etc., dann hast du also hohe Luftfeuchtigkeit und du würdest deine Wäsche niemals trocken bekommen. Und von daher war für uns halt die Entscheidung Waschtrockner. Wir hatten schon probiert mit einer normalen Waschmaschine, aber Luftfeuchtigkeit war hoch. Drinnen im Fahrzeug trocknen geht überhaupt nicht, hast du Luftfeuchtigkeit zu hoch drin im Fahrzeug. Also Waschtrockner, alte Generation, wie zu sehen ist, ganz bewusst gekauft, um ihn simpel zu halten. Das heißt, da sind keine Betongewichte drin, sondern Stahlgewichte drin. Alles mit Reglern und Schaltern, die ich überall auf der Welt nachkaufen kann. Das macht natürlich auch Sinn, ne? Wenn du jetzt so Dinge dabei hast, die halt auch irgendwo in Afrika, im tiefsten Afrika funktionieren oder man halt auch reparieren kann. Es ist einfach wichtig, dass das irgendwo an allen Ecken funktioniert. Yeah. Ja, dann hast du vielleicht schon gesehen, die Kisten sind nummeriert. Ich nehme das obere hier mal runter. Ja, Wahnsinn. Und, das heißt, ihr wisst genau, wo was ist in eurem Fahrzeug. Genau, wir wissen also genau, wo was ist im Fahrzeug. Sabine hat eine riesengroße Excel-Tabelle dafür erstellt. Und jedes Fach ist gelistet da sind doppelt Kisten hintereinander. Du findest dich sonst irgendwann nicht mehr zurecht im Fahrzeug. Ganz klar. So die Hauptkisten hat man im Kopf, was alles drin ist. Ja. Aber so manche Kisten, die du halt nicht andauernd benutzt, da weißt du es dann irgendwann nicht mehr. Und wenn ich sie jetzt also konkret frage, ich brauche
weiß ich nicht, eine Dichtung für einen Wasserhahn, der kaputt gegangen ist, dann frage ich nur, du, wo sind Dichtungen? Da ruft sie ihre Tabelle auf und dann kann sie mir sagen, in der und der Kiste sind halt die und die Dichtungen. Ne? Das wäre echt toll, wenn man sowas auch zu Hause hätte, ne? Ja. In seinem Werkzeugkeller oder so. Genau, also das wäre schon ganz sinnvoll, das halt eben so zu haben. Und hast du dann ein Werkzeug auf speziell auf einem, ein, also in einem Fach drin, oder? Wo du dann sagst, ja, okay, ist alles Werkzeug. Das Werkzeug ist also große Maschinen sind grundsätzlich hier hinter verstaut, dass die halt immer trocken sind, dass die keine Feuchtigkeit kriegen. Ich mach mal jetzt wieder zu. Ja. Das hat den Hintergrund, damit eben auch, falls mal irgendwo was ist, sind immer an der Stelle, sind immer trocken und gesichert, dass nichts passiert. Wie meinst du, was ist trocken gesichert? Dass, ja, die Maschinen, also Werkzeug, Maschinen. Bohrmaschinen, das alle, ja. Schleifer, Winkelschleifer etc. Ja, ja, und sonst geht es halt mit organisierten Kisten weiter. Also es ist ja nicht nur so, dass es halt jetzt nicht nummeriert. Da sind dann halt als Beispiel ist die Elektrobox 01. Da gibt es noch zwei, drei andere Boxen, da hast du dann halt Sicherungen drin und alles Ersatz für die Batterien, was kaputt gehen kann. Ne? Ja. Und gigantisch. Ja, sind halt so die Erfahrungswerte, die man hat. Unten Schneeketten drin. Ne? Also du hast auf der anderen Seite auch. Genau, ne? Ich habe auf jeder Seite zwei Schneeketten, damit ich von der Gewichtsverteilung halt hinkomme. Und ja, das sind alles so die Überlegungen, die man halt eben machen muss, wenn man auf so ein Fahrzeug hält. Wie verteile ich mein Gewicht? Ja, ich habe jetzt hier wieder mal zugemacht, damit mir im Grunde kein Ungeziefer reingeht und Eier reinlegt. Deswegen achte ich immer darauf, dass die Klappen relativ schnell wieder zu sind. Auch eine gute Information, ja, klar. Weil wenn du natürlich Motten und so weiter. Genau, erst nicht nur das, oder du stehst irgendwo an einem Fluss und hast Moskitos. Die sind so schnell drin. Ja. Und die finden immer irgendwo einen Brutplatz und das möchtest du nicht haben. Nee. Na? Ja, ich probiere dich mal so ein bisschen mitzunehmen oder deine Zuschauer. Ich habe hier ein C3 Bombard Schlauchboot drin, weil wir also auch noch beide tauchen. Hier hinter ist ein Tauchkompressor versteckt. Tauchkompressor? Ja, den haben wir auch an Bord. Hier ist Tauchausrüstung drin. Dann kommt wieder Werkzeug, Öle, Fette und alles, was da ist, ist in speziellen Boxen drin, damit da so nichts auslaufen kann. Das ist auch alles so abgeschirmt hier hinten drin. Ach, du hast sogar einen Außenbordel? Ja. Mach mich da schwach. Da ist ein 25 PS Außenbord. Ach nee, ist ja geil. Der wird also runtergeklappt, dann kann ich den abnehmen, das geht auf die Hebebühne rauf. Und das geht auf Schlauchboot drauf, oder? Und das geht auf Schlauchboot drauf, ja. Ach nee. Also, das heißt, ja, dass wir können ja auch über eine Welle rüberkommen. Ne? Also, wir müssen nur vom Strand aus, also mit dem Ding, wir auch schon rausfahren, so ein bisschen. Ah, das ist nicht schon super. Ja. Und dann hast du hier auch, ich sehe jetzt gerade die Filter, Wasserfilter, genau, und so. Warte mal, ich komme mal rauf auf die Bühne. Komm einfach mal her, dann erkläre ich dir das mal. Okay. So, aufpassen, jetzt bin ich da. Hier hast du deine Filteranlage. So, genau, also ich fülle im Grunde mein Wasser über meine beiden Vorfilter. Einmal ganz normal mit einem Mikron. Gehe ich als Vorfilterung rein, dann kommt ein Carbonfilter für den erstmal schlechten Geschmack. Dann geht es durch eine UV-Anlage und geht erstmal in die großen Tanks. Dann ist es erstmal so weit sauber. Wie groß sind deine Tanks? Ich habe 600 Liter Frischwasser. 600 Liter Frischwasser. Und dann aus den Tanks raus, dann ist hier oben nochmal eine Entnahmeeinheit drin. Mit einer Pumpe wird das rausgenommen. Dann geht es nochmal durch einen Filter durch mit einem Mikron. Und ja, dann habe ich mein ganzes sauberes Wasser im Grunde im Fahrzeug drin. Wie lange kommt ihr mit 600 Liter zurecht? Tja, abhängig davon. Wie oft du duscht und so, ne? Genau, wie oft wir duschen, wie oft Wäsche gewaschen werden muss. Also das probieren wir schon. Aber im Schnitt so ungefähr, kann man sagen, einen Monat? Nee, drei Wochen? Ja, drei Wochen kommst du damit aus. Kommst du aus, ne? Aber also ohne sich großartig einzuschränken. Ja, da, ich denke mal, drei Wochen komfortabel, ne? Ja. Also Tanja und ich haben 200 Liter Wasser und wenn wir jetzt dann einmal in der Woche duschen, ja, dann kommen wir damit knapp zwei Wochen aus. Ja. Gut, du gewöhnst dir, also wenn du in der Wüste bist, ist immer so ein bisschen der Gedanke des Notfalls im Hinterkopf. Ich war 3 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr. Okay. Und da bist du immer mehr so auf der sicheren Seite der ganzen Geschichte. Better safe than sorry, genau. Auf jeden Fall. Und da fängst du dann an, dich mit dem Duschen doch zurückzuhalten. Ja. Na? Absolut. Ja, und hier oben ist alles Mögliche halt drin. Also da sind wir sind also bis zu, vom Essen her, sind wir bis zu einem halben Jahr autark. Ach komm! Ja.
Also wirklich ganz, ganz klar. Halb ist ja autark. Ich kann das nur nicht alles lesen. Nee, da steht. Hier ist Bio-Volleipulver, Dinkel und alles Mögliche. Ist halt in den Cortex drin. Die sind überall im Fahrzeug verteilt. An mehreren Stellen. Nudeln, Reis. Wir haben im Schnitt immer 5 Kilo Reis dabei. Und alles solche Geschichten. Und das ist halt alles voll. Und da können wir uns schon im Notfall lange, lange mit versorgen. Halbes Jahr ist schon mal eine Ansage, ne? Ja. Ich hoffe, es wird nie eintreten. Nee, ist schon klar. Weil das Problem bleibt natürlich nicht das Essen, sondern das Wasser. Das kriege ich natürlich nicht mit einem halben Jahr hin. Nee, ist schon klar. Ganz klar. Aber Wasser kriegt man dann immer wieder mal, ne, im Fluss, ja, und so kannst du ja ausfiltern. Im Fluss, da muss man halt gucken. Also ich kann im Ernstfall noch vorfiltern. Und auch nochmal mit Katadyn, nochmal mit 0,01 Mikron kann ich nochmal vorfiltern, wenn ich mir Wasser aus einer merkwürdigen Quelle ziehe. Ich probiere das immer so weit wie möglich, schon mal ein bisschen vorab zu prüfen. Verstehe. Weil das ist das einzige Risiko. Ja, Wasser. Ja, klar. Wasser. Ja. Wasser ist halt... Oder halt auch Obst, ne, was dann kontaminiert ist, wenn mit irgendwie Fäkaliendüngung oder was auch immer. Was auch immer, ne. Ja, ja, alles klar. Ja, das ist ja super. Also vielen Dank, dass du das da uns mitgenommen hast in das Fahrzeug. Super. Hier vorne ist leider, da ist jetzt die... Ah, da hinten hast du nochmal eine ganz fette Klimaanlage da oben, sehe ich, ne? Genau, da ist im Grunde eine dicke Klimaanlage drauf. Wir hatten eigentlich vorher eine sogenannte Stauchkastenklimaanlage drin. Ja. Aber wenn es dann ernst wird mit den Temperaturen, dann kommt die halt nicht hinterher. Und ja, okay. Da sitzt jetzt eine große LG drauf, die ist ein bisschen modifiziert worden. Ja. Und die macht es gut, oder? Ja. Also okay. Die hat 8 Meter Wurfweite. Wow. Also das ist, in 10 Minuten ist das Fahrzeug innen drin. Ist kalt. Und das ist eine Ansage, also die ist auch so weit runterzufahren von der Energiezahl her, dass ich die also auch mit der Fahrzeug- bzw. Aufbaubatterie betreiben kann. Ich muss keinen Generator anmachen. Muss ich nicht. Wenn ich die Temperatur habe. Ja, verstehe. Hier lasse ich jetzt mal zu, weil das ist jetzt ein Gedöns, das abzubauen. Ja. Aber ich gebe dir mal so einen kleinen Überblick. was hier so an Kisten drin ist. Hier ist jetzt natürlich jetzt noch ein Rest Reis drin. Und damit man einfach mal so weiß. Und der wird dann einfach wieder aufgefüllt, wenn er verbraucht ist. Hier kann kein Viehzeug ran. Die Dinger sind dicht. Das ist auch dann gegen Feuchtigkeit oder so, ja? Genau, gegen Feuchtigkeit kann nichts passieren. Und ich nehme jetzt einfach mal die drei raus. Ist auch wieder alles nummeriert, alles beschriftet. Wir haben also immer den Überblick von der ganzen Geschichte. Und ja. Wow. Rote Kisten. Jeder kennt die als Fleischerkisten. Vorratskisten mit allem drum und dran, was man halt so braucht. Selbstgemachte Marmelade, was halt alles dazugehört. Thunfisch selbst gemacht. So, Thunfisch machst du selbst gemacht? Ja, hat Sabine selber gemacht. Echt? Also als wir jetzt die 2 Jahre auf Sizilien waren, also ein Stück Thunfisch gekauft, was waren das, ich glaube 6 Kilo oder sowas. Dann werden die gekocht und in Öl gelegt und gemacht und getan. Dann kannst du die halt eben ganz normal, nach 4-6 Wochen sind die dann soweit. Und dann hast du halt alles selber und ist natürlich perfekt, du weißt, was drin ist. Hm. Na? Das stimmt. Ja. Ja, das ist toll. Hier sind sehr autark. Auf den roten Kisten sind Buchstaben drauf. Keine Zahlen, weil die roten Kisten andere Tragkraft haben. Dann siehst du hier noch links und rechts Schneeketten. Davon habe ich 4 Stück an Bord. Gott, die will man aufziehen muss, oder? Ja, das will man nicht unbedingt haben, weil so eine blöde Kette wiegt also knapp 50 Kilo. Und das ist wirklich kein Spaß, die darauf zu machen. 50 Kilo eine Kette? Eine Kette, ja. Kann man das als Mensch handeln? Ja. Alleine? Das kannst du handeln, es ist auch wieder Technik. Es ist wieder mal Technik, wie du sie raufziehen musst, aber es geht. Ich brauche halt mit einem LKW, brauche ich halt 4 Ketten grundsätzlich. Hm. Brauchst du 4 Ketten? Ja. Hast du schon mal gebraucht überhaupt jemals? Zum Glück nicht. Okay. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Also wenn du jetzt nach Norwegen in den Winter fahren würdest, okay, da könnten wir ja Spikes einbauen lassen, oder? Ja, ich würde dann wahrscheinlich die Ketten von vornherein draufziehen.
Ja. Also wenn ich irgendwo in dem Gebiet bin. Aber lange Strecken kann man mit Ketten auch nicht fahren, ne? Ja, zumindest nicht auf harten Straßen. Nee. Also das funktioniert nicht. Ja, klar. Dann machst du viel kaputt wahrscheinlich, ne? Kette auch kaputt. Ja, machst du die Ketten kaputt, also das geht nicht. Ja. Aber gut, jetzt ist erstmal die nächsten Jahre warm angesagt. Ja, Südafrika. Genau, jetzt ist erstmal Südafrika und dann ist Tauchen mit dem weißen Hai angesagt. Ah, cool. Ganz klar, muss sein. Das geht dann auch mit einer Lunge, ne? Ja, das wird schon funktionieren. Irgendwie wird das gehen und wenn nicht, dann muss halt Sabine alleine tauchen. Und das werden wir sehen. Du trainierst einfach dafür. Genau. Na? Also einfach machen und nicht aufgeben, egal was passiert. Niemals aufgeben. Ja. Das ist eigentlich das alles, weil entscheidend ist der Kopf. Ja, das stimmt. Nur der Kopf entscheidet über alles. Ich denke, das kennst du selber aus deinen eigenen Expeditionen. Ja, kenne ich. Wenn du dich da aufgegeben hättest, dann würdest du heute auch hier nicht mehr stehen. Nee. Und jetzt ist es für mich im Grunde dieselbe Situation auch, dass man einfach sagen muss, never give up. Das ist im Grunde eine Hebebühne, eine Spezialhebebühne, das ist eine Spezialanfertigung. Die fährt bis hier oben hoch. Ja. Also wirklich, wo sie hier ansetzt. Und dadurch ist im Grunde mein Rampenwinkel nicht kaputt fürs Gelände. Und was da drauf ist, das haben wir auf der anderen Seite. Das ist also nicht zum Gemüse transportieren, sondern nein, da ist unser kleines Support-Fahrzeug, Scouting, Rescue, was auch immer, dabei. Ist natürlich auch 4x4, ne? Ja, ganz ja logisch, ist passend. Also auch geländegängig. Das ist ja schon auch fein, wenn man sowas dabei hat, ne? Ja, wir hatten eine Überlegung gehabt vorher mit dem Motorrad, aber du machst halt, mit dem Motorrad bist du zwar unglaublich schnell und alles, aber wenn es wirklich drauf ankommt, du hast einen Verletzten, da hast du auf dem Motorrad tatsächlich Probleme, den anderen zu bergen. Dann müsstest du dir einen Achja bauen oder sonst irgendwas. Und hier schmeiße ich halt hinten eine Person drauf, auch die schwer verletzt ist, die kann mir nicht mehr runterfallen. Und Sabine kriegt mich hier auch draufgehoben, draufgewuchtet, weil da oben geht das halt nicht. Das heißt also, wenn du ins Fahrerhaus gehst, ne, das ist genau. Dann schaut der Einstieg ist schon mächtig, ne? Ja. Na, das ist schon eine tolle Geschichte, so ein Offroad-Teil dabei zu haben. Genau, damit gehen wir im Grunde dann einkaufen, ganz normal, sobald wir irgendwo stehen. Nehmen wir das Quad runter und gehen dann einkaufen oder zum Vorfahren, zum Scouten irgendwo rein. Scouten, das heißt also, wenn du mal irgendein Flussbett hast oder was? Ja, gar nicht mal das Flussbett. Sieht man meistens schon, da muss sowieso zu Fuß reingehen. Ja. Nein, aber wenn man irgendwo hinfahren will und sagt, man hat jetzt irgendwo Busch in der Umgebung, dann fährt man mit dem Kleinen vielleicht mal hin und sagt, oh, da ist ein schöner Platz. Ja. Oder mal so in der Düne rumfahren, oh, wir fahren hinter die nächste Düne, da muss ich nicht immer gleich den Großen bewegen, sondern das machen wir dann mit dem Kleinen. Na, und dann ist halt einmal über Funkverbindung einer mit dem Kleinen unterwegs, einer mit dem Großen. Und wir können uns also bis zu 6 Kilometer trennen und funktioniert halt alles noch. Ne? Ein Traum. Ja. Klasse. Wunderbar. Und zu guter Letzt wäre es toll, wenn du mich einmal ins Fahrerhaus schauen lässt. Genau, ins Fahrerhaus lasse ich dich schauen. Damit gehen wir mal von der anderen Seite rein und kriegst du mal so ein bisschen Überblick, wie das ist, wenn man am Steuer sitzt von dem ganzen Fahrzeug. Ja. Und okay. So, da kommst du jetzt natürlich nicht drum rum. Ich nehme jetzt mal den Helm raus. Ups. So, jetzt kommst du nicht drum rum, da musst du jetzt halt hochsteigen. Da muss ich jetzt hochsteigen. Mal schauen, dass ich am besten auf der rechten Seite die Kamera nicht fallen lassen hier. Genau. Okay. Also, jetzt sitze ich mal im Fahrerhaus. Das ist nämlich schon eine Ansage hier. Und auch luftgefedertes Sitzen. Genau, vom Feinsten. Ich habe jetzt gerade den Strom eingeschaltet, der ins Zimmer abgeschaltet ist. Ja. Da rechts neben dir auf dem, wo der Schaltknüppel ist, ja, ist ein 12-24 Volt Schalter. Schalte den mal bitte ein. Welchen Schalter da? Hier vorne rechts, da wo der Schaltknüppel ist. Ach, da unten. Ja, Moment. 24. Ach so, den kannst du nicht sehen im Augenblick, weil er verdeckt ist. Eins. So, jetzt sollte gleich, da ist jetzt gerade mal die Kamera angegangen. Rückfahrkamera. Genau, Rückfahrkamera. Hier komme ich nicht dran. Kommst du an, ich bin jetzt gerade im Weg. Jetzt ne? Muss ich genau weiter. Guck mal, ich springe mal dazwischen. So, jetzt hat es Piep gemacht. Und jetzt startet hier die eine
Navigationseinheit. Ach, hier oben hast du eine Navigationseinheit. Genau, da ist Radio und Navigation. Wow. Hier ist das große Garmin. Voller Technik, das Teil. So. Das große Garmin da auch noch. Garmin Treat. Der Vorteil beim Treat ist, du kannst das über ein zweites Tablet bedienen. Also Sabine sucht sich einen Punkt auf der Karte, markiert den, tippt den an, schiebt mir den rüber. Echt? Und dann sind wir im Grunde durch, ne? Ist das fein. Naja, das ist schon sehr komfortabel. Sitzt man ja wie auf dem Aussichtsturm, ne? Ja. Siehst ja alles. Ja, du siehst halt leider eben nicht alles. Ich zeig dir das jetzt gleich mal, was passiert. Also ich habe vorne, die habe ich jetzt aber noch nicht eingeschaltet hier ins System. Das läuft über ein Spezialkabel. Ja. Vorne eine Kamera dran, dass du den Überblick nicht verlierst an der ganzen Geschichte. Und ja. Pass mal auf, ich gehe mal nach vorne. Und dann wirst du gleich so ein bisschen die Problematik erkennen. Also hier siehst du mich im Grunde noch. Da ist noch alles gut. Ja, ich sehe dich. Und jetzt gehe ich mal auf das Fahrzeug zu. Und dann bist du weg. Und jetzt stehe ich knapp einen Meter vorm Fahrzeug und du siehst mich nicht mehr. Nee, sehe ich nicht mehr. Genau. Und da ist diese Kamera eingebaut, dass man das noch sieht. Genau, dann. Und jetzt ist vorne eine Kamera drin, die mir im Grunde 180 Grad macht. Damit ich im Grunde auch noch vor dem Fahrzeug halt sehe, was los ist. Ja. Ne? Ja. Und noch eine fette Soundanlage hier. Und noch eine fette Soundanlage. Ja, da könnte ich dir jetzt mal kurz... Können wir am besten nicht machen, wegen GEMA, wenn da irgendein Sound kommt. Ich hab da... Also ich weiß nicht, alles was 20 Jahre alt ist, da dürfen die kein Problem haben. Ja, doch, haben die. Ne? Definitiv. Außer Mozart oder so, uralt, dann geht's. Ja, klasse. Da ist der Subwoofer da unten, habe ich gesehen. Ja. Ja, tolles Fahrzeug. Ja gut, ich könnte jetzt hier auf die Musik gehen. Ich mache das jetzt einfach mal. Und mal gucken, jetzt seht ihr. Ich habe natürlich hinten, weil das alles über USB läuft, ich mache mal den Ton raus, damit es keinen Stress mit der GEMA gibt. Ja. Und Wahnsinn. Ja, so ist die ganze Geschichte halt. Tolles Teil. Das kann ich darüber alles steuern, ne? Könnte ich jetzt noch über eine App, dass Sabine das steuern kann, auch nochmal machen. Hm. Und sonst ist hier erstmal Chaos im Augenblick. Dann kannst du durchlaufen hier genau, natürlich. Genau, das ist ein Durchgang nach hinten. Nach hinten und Chaos ist, weil Chaos wir jetzt schon lange da sind. Ja, wir sind lange da. Ich arbeite viel. Das heißt, alles wird hier erstmal schnell reingeschmissen. Normalerweise ist das Fahrerhaus komplett aufgeräumt. Ja, aber du hast das aus der Kabine, aus der Kabine halt heraus, das Zeugs, ne, teilweise, genau. Oder? Na, das kommt halt alles raus. Ja. Naja, Michael, ja. Dann vielen Dank fürs mal reinschauen lassen ins Fahrerhaus. Bitte. Coole Nummer. So. Nein, du musst rückwärts raus, sonst musst du... Nee. Ja. Ja, dann also auf jeden Fall, was man noch sagen wollte ist, wenn jetzt der eine oder andere fragen sollte, warum wir nicht ins Fahrzeug gehen, das ist ja euer Rückzugsort, euer privates... Genau, also das ist wirklich der absolute Secure Room, der bleibt geschlossen. Und da ist alles privat drin. Ich denke, das ist auch gut zu akzeptieren. Absolut. Wir gehen ja auch nicht zu anderen Leuten nach Hause. Ich laufe immer so, ne? Und sagen, du könnt doch mal bei euch reingucken. Ne? Ja, klar. Nee, kein Thema. Das ist ja so, ich verstehe das total gut. Weil, klar, es ist halt, irgendwo gibt es ja auch einmal ein Ende und eine Privatsphäre. Ne? Ja, genau. Und das ist schön, dass du hier mir... uns euer Baby gezeigt hast, ja. Ja, es freut mich, vielleicht habt ihr so ein bisschen Abenteuerlust verspürt, auch mal sowas zu machen. Oder vielleicht auch die Leute, die einen Tumor hatten oder irgendwas in der Richtung und sagen, oh, ich möchte ja, nein, werdet nicht depressiv, komm, Chaka. Gut was. Das ist ein sehr, sehr schönes Wort zum Abschluss. Vielen Dank. Ja, Micha. Ich wünsche dir und Sabine allzeit Luft im Reifen. Super. Immer Diesel im Tank. Ja. Und wir sagen noch mindestens 20, 30 Jahre. Ja, also wir haben geplant, mit 97 zu sterben. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen 60 geworden. Ich habe noch 37 Jahre vor mir. Ist das geil. Na? Mich in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Gerne geschehen, war schön mit dir.
Und du weißt ja, die Welt ist klein, man sieht sich immer mehrmals bei der ganzen Geschichte. Ja, wir sehen uns. Wir sehen uns, Dennis. Absolut. Alles Gute bis dahin. Ja, tschüss. Tschüss, hab einen schönen Abend. Ja, ihr auch. Entdecke noch mehr spannende Inhalte, indem du unseren Kanal abonnierst. Aktuell haben 70% unserer wiederkehrenden Zuschauer diese Gelegenheit noch nicht genutzt. Wir würden uns riesig freuen, wenn du zu den Abonnenten unseres Kanals gehörst. Deine Unterstützung ist uns wichtig und ein einfacher Daumen nach oben zeigt, dass dir unsere Arbeit gefällt. Vielen Dank für deine Wertschätzung und dein Interesse. Bis bald, herzliche Grüße.